Jetzt konnte man das Intro nicht sehen. Shit, egal. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed 2. Ein starkes Stück, dass ich das überhaupt zum Laufen gekriegt habe, aber cool. Ich habe das gesuchtet, als ich ein Kind war. Richtig cool. So, das spiele ich. Was ist das überhaupt? Das ist ein Rennspiel. Wir spielen... Sollen wir eine Meisterschaft machen? Ja, machen wir eine Meisterschaft, ganz normal. Und was für ein Auto nehme ich? Guckt euch die Autos an, die sind cool. Ja, ich glaube, ich nehme da einen niedrigen Framerate auf, oder? Ich guck mal eine Aufnahme. Okay, da gibt es doch keine Einstellung, dann lasse ich das halt so. Ja, also eine Meisterschaft will ich spielen. Dann gehe ich mal hier hin. Lass das so machen. Die mache ich mal immer Arcade oder so. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, habe ich noch nie gewusst. Ort. Würde ich sagen, fangen wir ganz klassisch hier an. Und, was ich richtig gut finde, guck mal, ich will Streckeninfos. Und hören wir uns an. Weit ab von neugierigen Blicken hat dieses entlegene Testgelände schon die schnellsten Autos der Welt herausgefordert. Ursprünglich wurde es für Langstreckentests erbaut, aber es kann auch bei ganz gewöhnlichen Wettrennen den Adrenalinspiegel der Fahrer in die Höhe treiben. In diesem Hochgeschwindigkeitsoval können Sie das Gaspedal ruhig am Bodenblech lassen und permanent mit Spitzentempo fahren. Aber konzentrieren Sie sich völlig aufs Fahren. Denn im Geschwindigkeitsbereich über 300 Stundenkilometer kann der geringste Ausrutscher Ihr exotisches Rennauto schlagartig in teures Altmetall verwandeln. Ja, und das finde ich cool. Ich habe mir gerade überlegt, wie ich das aufnehmen werde. Und ich denke mal, ich mache das so. Den fährt man mit dem McLaren. Was ist denn das für eine Frage? Die Strecke fährt man nur mit dem McLaren. Sonst würde ich das nicht gewinnen. Bitte in Rot, danke. Und... Ich denke, also ich werde das dann halt streckenweise machen. Das heißt, die Strecke zum Beispiel, das ist dann halt eine Folge, die gehen ja mal so 8 oder 10 Minuten oder so. Ich denke mal, das ist so am besten. Hier, das ist das Beste. Das ist echt der geilste Auto. Immer das Ziel vor Augen, den ultimativen Sportwagen für den Straßenverkehr zu bauen, hat McLaren Cars keine Kosten und Mühen gescheut, um aus ihrem reichen Fundus an Formel-1-Erfahrungen den spektakulären McLaren F1 zu destillieren. Einen ultraleichten Hochleistungsrenner, der mit einigen der modernsten Technologien und Materialien der gesamten Industrie aufwarten kann. Der 627 PS starke BMW V12 Motor treibt den F1 mit seinem unglaublich festen und leichten Kohlefaserchassis auf ein Spitzentempo von atemberaubenden 372 km/h. Damit ist der F1 der schnellste Seriensportwagen der Welt. Um Bodenhaftung und Handling zu verbessern, setzt der F1 ein komplexes Arsenal von Luftleitsystemen, elektrischen Ventilatoren und einem bremskraftabhängigen Heckspoiler ein, dessen vereinte Kräfte den Wagen bei höheren Geschwindigkeiten förmlich an den Boden saugen. Mit seinem reichlich 7-stelligen Preisschildchen ist der McLaren F1 der teuerste Seriensportwagen der Welt. Aber für Fahrer, die ultimative Leistung fordern und sich die Ausgabe von rund 1,3 Millionen Mark leisten können, gibt es nur wenige Autos, die in dieser Geschwindigkeits- und Beschleunigungsklasse mithalten können. Ich glaube, heute lacht man darüber, aber das ist ein richtig geiles Teil. Und man kann sehen. Geiles Auto, ne? Das Ziel vor Augen, den Ultim- ja, danke. Ich glaube, das muss ich nachbearbeiten. Das war ein bisschen zu laut. Okay. Oh, ich bin schon aufgeregt. Ich würde sagen, rennen.
hoffe, wir haben die richtige Musik dafür. Nee, nee, nee. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Drei. Nein. Wir verlassen das nochmal. Zurück. Nee, verlassen. Die Musik will ich haben. Jetzt hat er es gespeichert. Moment. Gibt nur eine Musik, die man dazu hört. Und das ist die hier. Drei. 2, 1, los! Ja, ist so geil. Ich finde das Spiel richtig cool. So, wenn ich jetzt irgendwie Unfälle baue oder so, dann liegt das an der Framerate. Das Spiel klebt nämlich an 30 FPS und... Naja, aber ich konnte es gut spielen auf jeden Fall und... ich bin froh, dass es überhaupt so flüssig ist und vor allem mit FX-Effekten und so. Sonst hätten wir jetzt hier keinen Regen. Oh, schon erster. Das mal. So. Ich fühle, das ist dann zu laut. Muss ich so machen. Also. Bisschen einstellen. Ja, so ist gut. Ich habe meistens auch so gemacht. Ja, man kann alles abstellen. Per Knopfdruck natürlich. So, da ist der erste. Ist natürlich auch ein McLaren. Wer ist denn gedacht? Den hätte sonst niemand erholen können. Oh, guck mal. Er versucht mich zu blockieren. 373 km die Stunde. Hier kann man auch ganz leicht Probleme kriegen. Aber es ist eigentlich noch die einfachste Strecke. So. Aber der bleibt auch dran. Der klebt mir wie ein Kaugummi am Schuh. Die beste Runde. Guckt euch das an. Da ist gut dabei. Wir können noch hupen. Und ich spiele das übrigens mit den Pfeiltasten. Nicht mit WASD. Das war noch Zeiten, wo man mit Pfeiltasten gespielt hat. Könnt ihr auch reinzoomen? Geiles Feeling, oder? So, gleich die letzte Runde. Man kann hier bei 8 Runden sogar anfangen, Leute zu überrunden. Die beste Runde, die letzte Runde. Es gibt noch einen Wettbewerb, den man hier machen kann, und zwar den Knockout-Wettbewerb. Der ist 2 Runden lang. Und ich glaube, ich habe bei der Meisterschaft hier verloren, muss man dazu sagen. Blick zurück. Ich glaube, ne, das war ein anderer. Obwohl, das könnte auch tatsächlich der Gegner gewesen sein. Schuh. Erzrival. Rivalin klingt ja weiblich. Auf jeden Fall gewonnen. Boah, guter Abstand gewonnen. So. Der McLaren F1 gewinnt. Immer schön gegen die Wand fahren. Bam. Und dann gratuliere, Sie haben das Rennen gewonnen. Das war ein Rennen. Sie sind unter den 10 Besten auf diesem Kurs. 10 Beste, aber ich habe leider nicht die Bestzeit geknackt. Die ist nämlich da unten zu sehen. 3 Minuten 23.
Ja, ich habe schon mal vorgespielt. Oh. 49 glatte habe ich als Rundenzeit zurückgelegt, aber guck mal, dritte und vierte Runde gleiche Zeit. Respekt. Es gibt direkt 30 Punkte. So, jetzt überprüfe ich mal die Aufnahme.